Hi, da was geht ab, Leute, hier. Es ist in der Früh. Ich muss in die Uni, aber davor drehe ich meine Runden hier. Ab hier, hinten. Gerade die Arena gepusht um eine Stufe, also von 8 auf 9, damit sich einer reinsetzen kann. Jetzt habe ich hier gerade die Arena angegriffen, weil Kevins drin ist. Ihr wisst, mein Erzfeind. Die greifen wir jetzt an. Dann hinten ist noch eine Runde, die greifen wir an. Die haben sich hier wieder reingeschlichen, aber diesmal glaube ich ehrlich, also schauen wir mal, was Kevin so treibt. Greife ich jetzt das hier noch schnell an. Ich mache sie nicht komplett platt, weil ansonsten ich mich reinstelle, dann greifen die an, dann können sie direkt wieder drei reinsetzen. Aber wenn ich sie niedrig lasse bei Rot, wo nur einer drin ist, dann können die sich nicht einfach so wieder reinsetzen. Das ist der Plan. Danach zur Uni. Habe ich zwei Termine, einen Termin jetzt um 10 und dann eine längere Pause, was typisch für die Uni ist, und dann nochmal einen Termin um 2. In der Zwischenzeit checke ich wahrscheinlich die Machollos ab, dass er direkt in der Nähe ist. Moment, jetzt muss ich glaube ich rausgehen. Genau, noch ein Kampf, dann geht es runter auf 800. Oder? Warte, wenn ich jetzt gewinne, zieht 2000 ab. Ne, das war's. Das war's. Kurz vor 10, ich habe gleich meinen Termin. Hab die Arena bei mir, die Roten platt gemacht. Seither hat genervt. Aber kein Problem eigentlich für mich. Hab sie stehen lassen, weil ich keine Zeit habe, die hoch zu trainieren. Und zu besetzen, wie gesagt, niedrig, damit die Probleme haben. So, erster Termin, fertig. Gehe um die Bachelorarbeit, habe mich mit meinem Tutor, Mentor getroffen. Bisschen gequatscht, bisschen Update gegeben, Inspiration geholt. Bisschen leidend. Muss jetzt morgen, also Donnerstag, haben wir nochmal einen Termin, um genauer auf ein paar Sachen einzugehen. Das heißt, er will bis morgen Abend ein paar Sachen von mir sehen, schicken, geschickt bekommen, die ich angeblich schon gemacht habe, aber bisher ich eigentlich noch gar nichts habe. Schauen wir mal, das heißt heute morgen hart durchgreifen. Und jetzt geht es irgendwie auf den Friedhof. Hier war auch das Inkognito am Wochenende. Ja, bin hier für einen Relaxer jetzt gerade. War gerade was essen nach dem Termin. Und dann wollte ich zu den Machollos, aber dachte ich mir, scheiß auf die Machollos, gehen wir hierher einen Relax holen. Ich habe die letzte Zeit ein bisschen vernachlässigt, also die Top-Spawns. Bin echt faul geworden. Bin nicht allen Sachen hinterhergegangen. Wie zum Beispiel Trattini, Galaxo, Lavita, keine Ahnung. Da habe ich echt, bin ich echt faul geworden, aber jetzt geht's wieder. Ein bisschen dranhalten, nachdem ich die Jungs aus Nürnberg getroffen habe. Die haben mich wieder ein bisschen motiviert, aber so erstmal Curveball. Richtig unnötig.
Ich habe noch eine Stunde bis zum nächsten Termin. Aber irgendwie motiviert mich die Machos jetzt nicht so. Ich überlege gerade sogar echt zur Uni zu gehen, in die Bibliothek jetzt noch, die eine Stunde. Und dann zum Termin. Keine Ahnung. Boah, das war echt leidend jetzt gerade mit dem Relax so. Doch dazu entschlossen, ein paar Machos mitzunehmen. Und da vorne ist auch ein Ursaring. Wieso nicht? Das ist so gefangen. Mit Critical Catch, nicht schlecht. Zweitbeste IV. Und Ding. Zwei Kampfattacken. 2-2. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt hier noch das Macholle und dann geht's zur Uni zum Termin und dann entwickle ich noch ein paar Machollos. So. Zu Hause angekommen, Gespräch lief ganz okay, also ganz gut eigentlich. Jetzt entwickle ich noch ein paar Macholos, was heute auch noch Neuigkeit war, News, ist, dass die Preise erhöht wurden im Shop. Ich schaue gleich mal nach, also ich habe vorher nachgeschaut, da waren die oberen drei Münzen, also 100, dann die anderen zwei, ich weiß jetzt nicht auswendig, wurden erhöht und die anderen nicht, dann hieß es, dass es auf iPhone alles erhöht wurde, alle 6. Und jetzt schaue ich mal kurz bei Ding. Nochmal bei Android. Da sind nur die oberen 3 erhöht. Und die unteren 3 sind immer noch gleich. Wobei bei iPhone, habe ich gesehen, blende ich auch nochmal hier ein, sind die unteren 3 auch erhöht. Also vielleicht machen wir morgen dazu ein Video, aber wollte ich jetzt nur so erwähnen. Ist interessant, aber nicht unbedingt irgendwas, worüber ich ein ganzes Video machen will. Könnt unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber jetzt erstmal ein paar Macholos entwickeln. So. Ich habe hier 100%, 925 wild gefangen. Super saftig ist der. Wir haben, wie viel Candy haben wir? 929 sind, also 125. Schauen wir mal, ein paar Machomais. Ich zeige euch mal meine Machomais. Ich habe schon ein paar weggeschmissen, weil keiner von denen bisher zwei Kampfattacken gelernt hat. Bullet Punch Submission, das ist schon der beste mit einer Kampfattacke wenigstens. Bullet Punch Stone Edge und nochmal Bullet Punch Stone Edge. Und ein paar habe ich sogar auch schon weggeschmissen. Fangen wir mal an mit dem höchsten, der nicht 100% ist. Entwickeln. Also ein paar Entwicklungen können wir machen, aber pushen werde ich die so oder so nicht. Vielleicht in 100%, wenn er perfektes Moveset hat. Aber ich brauche einfach nur ein paar Angreifer. Deswegen der Reiz jetzt richtig krass viele Bonbons zu sammeln, auch nicht so da. Wie bei zum Beispiel bei Rihon und Gagados, also Cavador. Weil die halt auch für Arenen wichtig sind, aber der jetzt echt nur zum Angreifen. Deswegen müsste die Menge jetzt eigentlich reichen. Morgen schaffe ich es nicht mehr. Oh, Counter Close Combat. Okay. Okay. Also der war jetzt IV-technisch glaube ich nicht so gut. Ja, aber wir wollen die eh nicht pushen. Das reicht 2-3 so, als einfach nur zum Kämpfen. Ah, ich wünschte, das hätte der 100% Digger bekommen. Okay. Direkt der nächste hinterher. Ich hoffe, dass der Screen Recorder keine Faxen macht. Ich habe vor ein paar Tagen das Handy geupdatet. Und seitdem macht der Screen Recorder richtig Faxen. Dass der auf einmal die Datei gar nicht speichert. Das wäre richtig, richtig leidend, also ich hoffe auf das Beste. Machen wir Nummer 2 und
Counter Dynamic Punch. Okay. Alles klar. Pretty decent. Also schlechte IV eigentlich, aber. Zeit 284, zwei Kampfattacken. Machen wir noch. Wie viel können wir noch machen? Auf jeden Fall können wir noch ein paar machen. Das ist Nummer 3 jetzt. So, machen wir mal Nummer 3. Und. Bullet Punch Close Combat, okay. Und das ist ausgerechnet der mit dem besten IV bisher. Ich glaube, einen machen wir noch. Machomai hat 4 Arme, also 4 Entwicklungen machen wir. Den Rest können wir, glaube ich, danach wegschmeißen. Und den 100%igen, also ich habe 3 100%ige, falls ihr es hier sehen könnt. Aber die anderen zwei sind schwach. Also was würde ich sagen? Also einen machen wir noch, den 901 wahrscheinlich. Und den hier entwickeln wir irgendwann mal bei einem 100er IV Video oder so. Checken wir kurz den hier ab. Really strong, gar nicht so schlecht, aber unter 900 brauche ich eigentlich nicht. Der hier. Lux. Ah ja, das war der, der gar nicht so schlecht war. Really strong und der 900er. Schlechteste IV. Richtig schlecht, aber wie gesagt, wir wollen die eh nicht pushen. Und Machado Nummer 4. Bullet Punch Heavy Slam. Gut, dass er schlechte IV hat. Den können wir direkt verschicken. Und tschüss. Das heißt 439. Soll ich noch einen entwickeln? Okay, einen entwickle ich noch. Den mit den guten IVs. Weil der gerade eben ein Fail war. Der hat echt gute IVs. Und hohe WP. Dann müsste ich noch ungefähr 300 übrig haben für den 100%igen. Genau, da habe ich noch 316, 17 übrig. 317 für den 100%igen. Ist, glaube ich, okay. 125 braucht er zu entwickeln. 123, weil er zwei Bonbons bringt wieder. Dann 200 Candies zum Pushen, falls er gut ist, irgendwann mal. Das ist machen wir Nummer 5. Counter Close Combat, zwei Kampfattacken. Beste IV von denen, die ich entwickelt habe heute. Defense, warte. Ich habe das zu schnell gemacht. Also, beste Attack, Defense auf 14 oder 13. Okay, das waren 5 Machomais entwickelt, einen direkt in die Tonne geschmissen. Schauen wir mal. Das war's mit dem Video. Schreibt noch in die Kommentare. Moment, ich schalte mal kurz den Screen Recorder aus. Zum Glück hat alles funktioniert. Nichts verloren. Das wäre echt leidend gewesen. Auf jeden Fall, das war's. Schreibt noch in die Kommentare, wie viele Machomais ihr habt. Habt ihr Glück gehabt und 2 Kampfattacken bekommen? Ich habe jetzt endlich mal Glück gehabt. Ansonsten schreibt noch in die Kommentare, was ihr von der Preiserhöhung haltet. Vielleicht mache ich noch ein Video dazu. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Und ab jetzt auch, wie ihr wisst, folgt mir auf Facebook und Instagram. Vergesst nicht Pokémon Serious Business.